Wenn man diesen Patienten, die dann je nachdem, wie lange der Vorfall her ist, wenn die dann dementsprechend lange mit einer sogenannten PEG-Sonde versorgt wurden, das heißt künstlich ernährt wurden und ganz lange eben gar keine Nahrung zu sich nehmen konnten, und wenn man denen dann begegnet als neue behandelnde Logopädin und versucht dann, die Stück für Stück wieder in die Nahrungsaufnahme zu führen und dann, also ich glaube, dieses Gesicht, wenn die dann zum ersten Mal wieder was Geschmack. Geschmack in den Mund bekommen oder wenn Oh, wir so langsam krass. dann die Erfolge sehen und sie können immer mehr essen und wieder genießen und dadurch am Leben teilhaben. Was machen die vorher? Also total blöd, also echt total stupide gefragt, aber jetzt jemand, der jetzt nicht vom Fach ist, wie ernähren sich denn solche so Patienten dann vorher? Also kriegen die dann Flüssignahrung oder? Genau, das ist, Ja. geht über eine sogenannte Sonde. Also die Sonde kann nasal über die Nase laufen, aber meistens, zumindest bei uns, das sind dann schon Leute, die in einer sogenannten Intensiv-WG wohnen. Also die waren schon im Krankenhaus, sind schon durch eine Reha gegangen und kommen dann eben an einem Punkt an, wo man sagt, okay, die brauchen weiterhin Intensivbetreuung. Und denen wir begegnen, die haben meistens eine Sonde über den Bauch. Also die werden ernährt durch Nahrung, die extern dann in den Bauch, von extern in den Bauch fließt. Also gar nicht über den oberen oralen Weg, sondern genau. Okay.